Ich möchte das Thema EFM mit einem Überblick starten. Integriertes Fabrikmodell ist kein allgemeingültiger Begriff. Wir bei Autodesk nennen es das Zusammenspiel zwischen BIM und digitaler Fabrik. Hier ein Statement von Frank Breitenbacher der Firma EDAG. Construction and Plan Engineering are two separate worlds that have not really had to be well coordinated up to now. Ich bin vollständig einverstanden mit Frank, dass wir heute viele Herausforderungen haben, alle Daten auf einer Plattform zusammenzuführen. Die Produktion ist ebenfalls im stetigen Wandel. Wir müssen neue Produkte einführen, Nachfragen ändern sich, wir müssen Kosten senken und gleichzeitig die Qualität steigern und die Beschaffung stellt uns auch tagtäglich vor neue Herausforderungen. Das integrierte Fabrikmodell soll uns dabei helfen, eine einzige vollständige Datenplattform zu bilden, auf der wir kontinuierlich und interaktiv neue Daten hinzufügen und bestehende Daten pflegen. Es hilft uns im stetigen Kreislauf im Projektlebenszyklus. Wir haben viele Projektbeteiligten in einer Fabrik. Wir haben Projektmanager, Produktionsplaner, Layoutplaner, MEP-Ingenieure. All diese Ingenieure und Projektbeteiligten generieren Daten auf verschiedenen Plattformen, auf verschiedenen Wegen, auf verschiedenen Wegen. Und das treibt uns an, mit dem integrierten Fabrikmodell die Fertigung, Qualität, Beschaffung und so weiter besser zu koordinieren und alle Daten zu integrieren. Nicht zu vergessen die Nachhaltigkeit. Wir brauchen bezahlbare, saubere Energie. Wir brauchen Innovation in Infrastruktur, zukunftsfähige Städte und Gemeinden und wir müssen verantwortungsvoll mit Ressourcen und unseren Verbräuchen umgehen. Hier kurze Beispiele, wo wir EFM einsetzen. Die Automobilindustrie, der klassische Anlagen- und Maschinenbau und des Weiteren auch natürlich das Bauwesen. Welche Ziele verfolgen wir mit EFM? Wir haben klassisch 2D-Layouts mit vielen Layern, Farben, die sehr unübersichtlich sind und schwer zu verstehen. Parallel gibt es noch Dokumente wie Word, PowerPoint, Excel, als auch den Notizblock. In meiner Betrachtung möchte ich nur auf drei Projektbeteiligte fokussieren. Die Produktionsplanung, die Medienversorgung und die Gebäudeplanung. Klassischerweise starten wir mit einem 2D-Layout. Es werden Produktionsflächen in 2D mit integriert. Wir haben die TGA-Planung und zu guter Letzt hat jeder Produktionsplaner in seinem Bereich seine Maschinen platziert. Und dies führt zu einer komplexen und unübersichtlichen Zeichnung. Im nächsten Schritt möchte ich Ihnen eine andere Möglichkeit zeigen, wie wir ein Layout aufbauen können. Wir starten wieder mit einem 2D-Layout, aber in diesem Fall integrieren wir hier 3D-Arbeitsräume. Das ist keine Funktion, das ist nur ein möglicher Weg, hier ein 3D-Gebäude zu koordinieren. Im nächsten Schritt werden die 3D-Bauräume der Produktionslinie ersetzt durch das detaillierte 3D-Layout. Im nächsten Schritt ersetzen wir den 3D-Bauraum durch die Medienversorgung und zu guter Letzt kommt die Hülle des Gebäudes hier noch hinzu. Und somit erhalten wir eine komplette Fabrik in 3D. Rückblickend, wir haben hier die 2D-Zeichnung, unübersichtlich komplex. Wir bekommen gegebenenfalls ein schönes Bild. Aber was wir eigentlich benötigen, ist hier eine Zusammenführung aller 3D-Daten, um besser Besprechungen durchführen zu können, besser zu koordinieren, mit allen Projektbeteiligten klarer und deutlicher reden zu können. Zu guter Letzt hier noch zum Abschluss eine Zusammenführung aller Daten, beginnend bei 2D nach 3D mit der TGA-Planung und dem entsprechenden